Als Nicolas Cruz Mutter stirbt, kommt der spätere Amokläufer von Parkland bei einer Nachbarin unter. Die Frau hat seit dem Schulmassaker geschwiegen. Nun spricht sie erstmals über Nicolas und über Warnungen an die Polizei. Die Frau, die sich nach dem Tod seiner Mutter um den späteren Todesschützen der Schule in Parkland gekümmert hatte, hat sich nach eigenen Angaben bemüht, eine derartige Tragödie zu verhindern. Ich habe alles getan, was ich konnte, um die Polizei davor zu warnen, was da passieren könnte, sagte Roxanne Deschamps. Ich wollte nicht nur meine eigenen Kinder, sondern jeden, der möglicherweise bedroht war, sagte er. Sie habe Nicolas Cruz, seinen Bruder Zachary und seine Mutter Linda vor ungefähr 10 Jahren als Nachbarn in Parkland im US-Bundesstaat Florida kennengelernt. Die Munition wegzusperren. Linda Cruz, die ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt alleine großzog, habe Angst vor ihrem Sohn gehabt. Im Oktober 2016 habe sie Linda Cruz versprochen, sich um ihre Kinder zu kümmern, falls ihr etwas zustoße, sagte der Champs. Ein Jahr später sei Cruz mit Lungenentzündung und Grippe ins Krankenhaus gekommen. Sowohl Nicolas und Zachary Cruz als auch der Champs waren dabei. Als Linda Cruz kurz darauf starb, die beiden Jungs seien daraufhin mit ihren Hunden bei ihr eingezogen, sagte der Champs. Die Waffen hätten sie vorher bei einem Freund abgeben müssen. Nicolas Cruz habe weniger als einen Monat in ihrem Haus gelebt. Trotzdem habe sie in diesem Zeitraum 3-mal die Polizei rufen müssen, 2-mal, weil sie Sorge hatte, dass er eine neue Waffe gekauft habe, und 1-mal, weil er handgreiflich gegenüber ihrem Sohn geworden sei. Sie habe der Polizei alles erzählt. Auch, dass Cruz depressiv sei und seine Medikamente nicht nehme, sagte der Champs. Aber die Polizei sagte mir, dass sie nichts machen können. Kurz vor der Tat habe sie Cruz ihres Hauses verwiesen, sagte der Champs. Ich habe ihm gesagt, dass er sich zwischen uns und seiner neuen Waffe entscheiden muss. Er hat sich für die Waffe entschieden. Cruz habe daraufhin bei verschiedenen Freunden gelebt, die sie ebenfalls gewarnt habe. Am Tag vor dem Amoklauf hat Nicolas mir eine SMS geschrieben. Er hat sich Sorgen um die Hunde gemacht. Cruz steht derzeit vor Gericht, um härtere Waffengesetze und ein Umdenken bei US-Politikern zu fordern. Am kommenden Wochenende wollen sie beim March for Our Lives in Washington protestieren. Quelle ntv.de